Wo bin ich denn hier eigentlich gelandet? Ich gucke mich gerade mal wieder so ein bisschen hier um. Oh, das war falsch. Ich wollte eigentlich nicht die Knarre. Na gut, dann laufen wir halt mit Knarre hier rum. Ich guck mal gerade. Hier kann ich eine Tür benutzen offensichtlich. Was ist das hier? Ist das ein Lockhart? Aber da können wir nichts. Ich guck mal gerade hier. Halt, da war was. Was war da? Was war da? Was war? Ach so, das ist der Speicherpunkt geht bis hier rüber. Wow. Das ist hart. Aber ansonsten haben wir hier nichts weiter. Hier ist keine weitere Tür und kein gar nichts. Okay, dann gehen wir mal hier raus. So, wo bin ich denn jetzt? Ich habe gerade keinen Plan. Ach, hier sind wir. Alles klar. Okay. Ich weiß wieder, wo wir sind. Hier geht's offensichtlich... Guck mal, hier geht's gar nicht weiter. Hier ist die Tür gerade dicht. Da kommen wir offensichtlich nicht weiter. Da drinnen ging es auch nicht weiter. Ich weiß, dass wir hier von rechts, glaube ich, gekommen sind. Oder nach da rechts gehen konnten. Irgendwie so war das. Aber mehr weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nur, dass wir zuletzt mit Glass, mit diesem fetten Mech-Roboter da unterwegs waren. Und hier gibt es keinen weiteren Weg, ne? Hier ist nichts. Hier ist auch alles kaputt im Hintergrund. Hier können wir nur speichern. Wahrscheinlich muss ich wieder raus, ne? Ich guck mal gerade. So. Was mir noch aufgefallen ist, ich muss unbedingt an meinem Mikrofon nochmal was umstellen, weil wir es gerade eben mit Mikrofon und so weiter hatten. Ich muss das nochmal unbedingt umstellen, weil manchmal wird bei mir, wenn ich nicht direkt in das Mikro reinsabbel, was manchmal passiert, weil ich so ein bisschen schräg sitze, manchmal werden bei mir die Worte nicht richtig, also werden sie nicht richtig aufgenommen, sagen wir es mal so. Sie werden nicht abgeschnitten, doch sie werden am Anfang abgeschnitten. Das ist irgendwie ganz komisch. Da muss ich nochmal gucken. Das ist manchmal echt komisch. Da ist irgendwie ein Limiter oder irgendwas noch drin, was nur bei einer bestimmten Lautstärke von dem, was ich zu reden habe, dann greift. Und das nervt ein bisschen. Ist nicht schön, wenn man am Anfang abgeschnitten wird. So, aber Ton ist eh schwierig. Hi. Na, ihr's? So, habe ich nicht eine andere Knarre gehabt, die keine Munition verbrauchte? Wie war denn das? Ich hab doch irgendwo den Taser, ne? So, warte mal. Haben wir es jetzt? Meine Güte, ey, was für Ärsche hier. Raketenwerfer, Schallkanone. Wo ist denn das Ding? Okay, mit ihr habe ich offensichtlich keinen Taser. Sehr spannend. Weg, das du komisches Ding. So, hier hinten ist eine Kiste. Wo ist die denn jetzt? Hallo? Oh, kann ich wieder nicht einsammeln? War hier nicht... Doch, jetzt. Okay, ich habe die Perspektive gerade falsch eingeschätzt, deswegen konnte ich sie nicht einsammeln. So, hier, Leiter. Einmal nach oben, bitte. Gucken wir mal, was da oben nochmal war. Ach, hier war eine Tür. Okay, Tür hier. Ich weiß aber nicht mehr, was hinter dieser Tür war. Was haben wir hier? Ah, Deke! Deke? 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 Ich kann mit Deke nicht interagieren. Oh. That's no way to treat your humble servant, dear. What'll your mom say? Get your hands off her, you bastard! Do it! But what if you hit rain? Ooh, now there's a tragedy for you. Shoot him and get out, Hannah! They're after the Dark Cipher! What do you want? Lose the peace. Now hand over the goods you took from me. Give it over to Rain. Get the last piece from Glass and Rain is yours. I'll be waiting in the lower tomb level. Got me this cozy little spot under the Queen's burial cube. Time to fly, sweetie. Follow, if you can. No! Rain! Rain! Es regnet doch gar nicht. So, okay, wir spielen jetzt offensichtlich wieder Glass. Schon mal was Neues. Glass kennen wir natürlich aus dem ersten Teil. Deke kennen wir auch aus dem ersten Teil. Und Hannah kennen wir aus dem ersten Teil. Rain war kein Teil des ersten Teils. Keine Ahnung, was da jetzt noch passieren wird. Wir gucken einfach mal. Wir lassen uns überraschen. Ich würde mal auch ganz gerne... Phönix-Amulett. Ich würde mal ganz gerne mal eine Knarre rausholen. In dem Falle einen Taser. Das war die Knarre, die ich eben gesucht habe bei Rain. Die hat ihn aber leider nicht. So, und jetzt lass mich mal hier raus.
So. Okay, mach mich stört dieses Kabel hier von dem Controller gerade. Geh mal beiseite. So. Ach, hier ist ein Speicherpunkt. Das ist eigentlich ganz gut. Ich versuche halt wirklich sehr, sehr häufig zu speichern, weil mir ist das bei manchen Spielen schon passiert, dass man hätte speichern können, ich es vergessen habe und ich dann nochmal so viel spielen musste. Deswegen speichere ich mittlerweile lieber oft und häufig. Naja, ihr seht ja warum. Ne? Damit man manche Sachen nicht einfach nochmal doppelt und dreifach machen muss, weil das nämlich immer ätzend ist. Das muss nicht sein. Dass man sich da irgendwie in sowas verstrickt. So, geht diese Tür hier auf? Diese Tür geht auf. Wunderbarst. Hä? Oh. Die Kollegens. Hallo. Komm doch vom Ausritt wieder. Hab ja nur gefragt. Saumagen. Das Spiel eigentlich zu laut für euch? Könnt ihr mal bitte kurz was dazu sagen? So. Einmal Shotgun Shells. Wunderbar. Nochmal Shotgun Shells. Und nochmal. Wunderbar. Schön, 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 schön. So, muss ich jetzt hier rein? Ich denke, die Lautstärke passt. Schrei doch nicht so. Mensch. Alles gut. Haben wir hier irgendwas, womit wir die Tür aufprügeln können? Nein, haben wir nicht. Gut, dann gehen wir mal hier rein. Hello there, Sonny boy. You seen my donkey? Nein. No. Been here a long time? Feels like an eternity. Oh, you're an immortal then. What? No. You know what way out of here? This used to be a thriving city, you know. When they first found the tomb of Chus. Yes, but do you know a way out? In 2028, a great earthquake shook Xi'an. So you don't know the way out? When the Chinese government... Okay, look, I'll find your donkey for you. Anything, just shut up. That's nice of you, Sonny boy. You'll get hungry along the way. Take this with you. Huh? You'll need this key as well. Thanks, but I'm getting real tired of this. Das fand ich gerade lustig. Weißt du, wie ich hier rauskomme? 1974! Damals noch, als ja, die Schuhe noch aus Holz waren. Als Schütze noch mit O geschrieben. Entschuldigung. Was? Wo kam das denn jetzt her? Ich weiß es nicht. Frag mich bitte nicht. Ach, warte mal. Muss das nachladen. Das Ding muss das wieder aufladen. Gib mir eine Sekunde. Komm schon. Ach, ist das Ding wieder alle. Aua! Nicht hauen! Ist das wieder so einer der ewig respawnenden? Ich hab so das dumme Gefühl. Oder? Nee? Ich hoffe mal nicht. So, wir gucken mal. Wir haben jetzt einen Schlüssel von ihm bekommen. Hier hinten liegt jetzt nichts mehr. Beim letzten Mal lag da ja nämlich noch was. Wir haben diesen Schlüssel von ihm bekommen, wo ich aber noch nicht genau weiß, wo der hin darf. Was ist denn das für einer? Schlüssel zum Lager. Ah ja. Okay, geh weg. Schlüssel zum Lager. Da müssen wir mal gucken, ob das hier irgendwo ist, aber ich glaube mal eher nicht. Was ich bei dem Spiel so ein bisschen schade finde, im Gegensatz zum ersten Teil, der erste Teil war so ein bisschen nachvollziehbarer, was die Story angeht. Bei dem hier ist es so, kommt mir so vor, als wenn man teilweise nicht wusste, was man so richtig machen will. Die Story so ein bisschen aneinander gestückelt ist. Irgendwas hat mir so... mir fehlte da irgendwie ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie euch es geht, aber mir fehlte da so ein Stückchen. Ey! Nicht hauen, du Assi! Wer denkst du denn, wer du bist? Du bist hier nicht der Chef. Oh, was ist das denn? Raketenwerfer, nice. Was haben wir hier noch? Dynamit! Mit Dynamiten Esel fangen. So fängt die richtige Story an. Aber... Hä? Ich habe jetzt nichts bekommen? Doch das Dynamit. Pfirsich. Ich hab... Keine Ahnung. Was das jetzt wieder soll. Wir haben den Pfirsich. Aber für was denn den Pfirsich? Hä? Das schließt sich mir gerade nicht. Na ja gut, gehen wir hier rein. Soll ich dich aufspringen?
Auch nicht. In Pfirsich? Guess not. Hätte ja sein können. Benutze Pfirsich mit Tür. Wer kennt das nicht? Ne? Ganz normales Rätselverhalten. Benutze Pfirsich mit Tür. Habe ich hier noch irgendwas, was ich eventuell sprengen könnte? Da hinten, das sieht aus wie eine Tür, aber es ist wahrscheinlich keine. Hier ist nichts. Nein. Wahrscheinlich muss ich nochmal nach unten? Keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht. Überlege gerade. Dafür, dass es so lange her ist, ist es jetzt gerade so ein bisschen doof, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Also, dass wir das letzte Mal gespielt... Nein. Seitdem wir das letzte Mal gespielt haben, ist ja schon eine Weile vergangen. So rum. Deswegen kann ich mich gerade nicht mehr so viele Sachen erinnern. Das ist ein bisschen doof gerade. Für mich zumindest. Ich gehe mal nach hier unten. Ach komm. Soll der Geiz. Schwierig, schwierig. Ich finde auch immer noch schade, dass das Spiel nicht auf Deutsch übersetzt wurde, also nicht synchronisiert wurde. Der erste Teil war doch auch synchronisiert. Warum hat man es bei dem zweiten nicht gemacht? Das ist mir wieder so ein absolutes Rätsel. Keine Ahnung, ey. Ich meine, klar, bei GTA hat man dann auch irgendwann damit aufgehört. Beziehungsweise, ich glaube, GTA war noch nie auf Deutsch. Oder? Nee. Ach, ist auch egal. So, raus hier. So, wo können wir jetzt mit dem Dynamit hin? Hier können wir doch auch nichts machen. Hä? Hier ist doch nirgendwo was. Wozu dann den Typen in den Fahrstuhl packen? Ach, hier. Hier das Dynamit. Aua! Das war aber ein kleines Dynamit. Dynamitchen vielleicht. Okay. Ach, hier sind wir jetzt. Gucke. Hier sind wir. Alles klar. Gut, ich weiß wieder, wo wir sind. Hier waren wir schon mal. Hier haben wir diese... Hier werde ich wahrscheinlich mit dem Pfirsich nicht viel anfangen können. Und dieses Dreckvieh kriege ich auch nicht platt. Ah, dann leck mich fett. Du klaust mir immer nur Taser-Munition. Ah, nicht Munition, aber ihr wisst schon was. Taser-Dings, blöd. Batterie. Ich werde mit dir nicht weiter irgendwie interagieren, weil ich habe da gar keinen Bock zu. Da greif ich ihn an, greift er mich an. Das ist schwierig. Ja, mach du deinen komischen Macarena da, du Heini. Denkst du eigentlich, wer du bist? Naja, guck mal. So, hier können wir wieder speichern. Das ist auch gut. Wo ist es denn? Hier, Handy. Benutze mein Handy. So, wahrscheinlich müssen wir jetzt nach unten zu Hannah gehen. Wahrscheinlich, würde ich jetzt mal sagen. Weil sie ja gesagt hätte, besorg mir das Zeug von Glass. Würde ich jetzt mal so denken. Ich glaube, hier in dem Raum sind wir ja mit Hannah gestartet. War das so? Ja, genau. Hier sind wir zwischen... Hä? Hier liegt eine Knarre. Ich sehe die aber gar nicht. Okay. Gut, plötzlich Pistole gefunden. Finde ich nicht verkehrt. Ich meine, brauchen ist so eine Sache, weil wir den Taser halt haben. Deswegen brauchen wir nicht unbedingt eine Knarre. Der Taser ist gut genug. Aber kann ja nicht verkehrt sein, falls doch irgendwie mal Munition ausgeht. Beziehungsweise die Batterie wieder leer ist. Weil diese Typen wieder ewig nicht sterben wollen. Der jetzt ausnahmsweise mal nicht. Ja, okay. Na dann, rein hier. Ach, ihr ne wieder. Ich behäng mich nicht mit euch. Ich hab da keinen Bock drauf. Ich hab keine Aktien in euch. Ihr könnt da gerne euren Terz veranstalten, es ist mir scheißwurscht egal. Ja. Leg dich hin. Ich sagte, legen Sie sich hin. Ja, weg mit dich. Komisches Vieh. So, haben wir hier hinten noch was?
Ich bin immer von diesen Dingen. Das sieht aus wie eine Tür. Es irritiert mich jedes Mal. Ein Doppelpack jetzt auch noch. So, einer ist schon mal weg. Der andere noch nicht. Du bist jetzt auch kaputt. Fiese Kartoffel. So, okay, den haben wir. Wunderbar. So, ich hoffe mal, jetzt hier kommt keiner weiter. Sieht erstmal gut aus. Ah, hier kommt wieder definitiv was von oben runter. Schauen wir mal. Man könnte sie theoretisch links liegen lassen. Man muss sie ja nicht umbringen. Man ist ja nicht dazu gezwungen. Aber die Munition, die man da kostenlos bekommt, ist schon nicht verkehrt. Ist ja sowas zum Beispiel. Raketenmunition. Die brauchen wir definitiv. Irgendwann. Hi. Ich weiß nicht warum, aber mich erschreckt das nicht. Soll mich wahrscheinlich erschrecken, aber das tut es nicht. Ich bin nicht mal überrascht. So gar nicht. Da hat mich Alone in the Dark 4 schon ein bisschen mehr erschrocken. Teilweise. Das war teilweise schon, nett. Ah. Das ist immer so eine Sache, ne? Ich war doch schon mal hier. Ich war doch schon mal da drin und hab aufgeräumt. Jetzt sind die Typen wieder da. Jetzt warte ich mal kurz, bis der Taser aufgeladen hat. Wo ist denn das Ding? Taser. Oh, das dauert einen kleinen Moment. Das dauert einen kleinen Moment, bis das Ding wieder voll ist. Bis er wieder bei 200 ist. Aber bevor das Ding nicht voll ist, gehe ich da nicht rein. Das bringt nichts. Das ist... Aber ich glaube, sie haben das mit dem 4 Meter, also was der Lebensbalken angeht, haben sie hier ein bisschen entschärft im Gegensatz zum ersten Teil, weil meines Erachtens hat man das doch ein bisschen weiter mit sich geschleppt, wenn man dann mal eine geklatscht gekriegt hat und so. Also der Lebensbalken hat sich dann nur langsam wieder regeneriert. Hier ist das ein bisschen schneller so gefühlt. Ich kann mich aber auch täuschen, aber ich glaube, das Spiel im Allgemeinen ist ein bisschen leichter, auch wenn das jetzt falsch klingt, aber es fühlt sich... Ach, fuck. Gerade noch gesagt, ne? Was war das hier? Ja, so, 46. Tod. Es ist meines Erachtens ein bisschen leichter. Kann mich aber auch täuschen. Ja. Das ist halt eben immer dann, wenn man es sagt, dann schwört man das eh herauf, beschwört man das eh herauf, dass man einen auf den Deckel kriegt. Es ist immer so. So, geh auf. Lach nicht. Ich halt. Es ist immer so. Aber gefühlt ist es einfacher. Ich weiß nicht. Also zumindest was das 4 Meter angeht, ist es einfacher. So, der ist hoffentlich... Ja, das ist noch nicht Geschichte. So, jetzt aber. In Focht mit dir. So. Okay. Tür auf. An euch werde ich mich nicht abreagieren. Bringt mir ja nichts. Ich kriege euch ja eh nicht tot. Wüsst nicht wie. Ich glaube, das ist auch gar nicht gewollt. Ach, jetzt sind es auf einmal zwei, die hier spawnen. Ist das auch noch unterschiedlich, oder wie? Eben war es nur einer. Spannend. Öfters mal was Neues. Weil dass man mit dem Taser jemanden umbringen kann. Ja gut, ich meine, wenn man die Stromzufuhr nach oben treibt, dann wahrscheinlich. Dann ist es sehr wahrscheinlich, dass man jemanden damit umbringen kann. Oder Herzschrittmacher. Mit einmal. Nice. Das war nicht verkehrt. So, rein da. Und hier kommen jetzt wieder die zwei Typen. Müssen wir da aufpassen ein bisschen. Ja, schönen guten Tag. Kommen sie wieder von oben herunter. Weg mit dir. Juhu. Das ging schnell. Ja, okay, er ist auch noch nicht tot. Ja, das wusste ich doch. So, ist die Batterie wieder leer. Verdammt, habe ich eben wahrscheinlich tierisches Glück gehabt.
dass das so geklappt hat. Hm, spannend. Ich laufe mal langsam, weil dann habe ich mehr Zeit, um den Taser zu regenerieren. Okay, der ging mit einmal Ladung Taser, ging der zu Boden. Sehr schön. Achso, ich wollte ja langsam laufen. Ich laufe mal langsam, damit wir, wenn wir da vorne angekommen sind, das Ding wieder, naja, halbwegs voll ist. Halbwegs. Ich sollte vielleicht einmal kurz durchlaufen, damit ich beim Antasern die anderen beiden auch vernünftig treffe, weil ich habe eben immer nur einen oder zwei getroffen. Das war jetzt ein bisschen doof. Na komm, wertvoll. 160, 170, 180. Das dauert einen kleinen Moment, bis das Ding wieder voll ist. Warte. So. Achso, ich kann mich ja schnell rumdrehen. Ich vergesse das immer. So. Okay. Einer weniger. Zwei weniger sogar schon. Guck mal. So. Gut, den haben wir. Besser als eben gelaufen. War jetzt auch, glaube ich, nicht weiter schwer, weil ich jetzt gewartet hatte, bis ich Munition hatte. Wunderbar. Judy, da geht's weiter.